So, Freunde, meine Damen und Herren, wir haben gerade 8 Uhr. Gestern haben die Server nicht funktioniert. Ihr seht's, Motivation ist da. Bitte, Workout, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem... Wer ist der beste Stürmer in der Bundesliga-Video? Wir machen heute ein Buy-First-Guy, ein Hardcore-Buy-First-Guy. Und wen könnte man sich da Besseres aussuchen als den Hardcore-Tabak? Servus, Leute, ich bin's, der Hardcore-Tabak. Freut mich, hier zu sein. Ich habe auf meiner Seite den guten Erling Haaland und du hast Lewandowski, oder? Genau. Wir haben das so gemacht, wir haben die neuesten und nicht unbedingt die besten Karten, weil Haaland hatte noch eine 92er Karte, mit der haben wir aber auch schon mal was aufgenommen, sondern wir sind mit den aktuellsten gegangen und hier ist es bei mir der Inform, kostet 250k, bei dir kostet er, glaube ich, der 88er. Ja, auch so 260k ungefähr. Ja, und darum haben wir jeder uns noch 3 Spieler reingepackt, damit das Ganze natürlich auch noch ein bisschen interessanter wird und nicht ganz so günstig ist, haben wir halt noch geguckt, dass wir Lewandowski bzw. Haaland auf Full Cam bringen. Wir spielen nämlich nicht den Full-Chemistry-Modus. Das wird auch nochmal so ein bisschen interessante Feuer reinbringen. Und ja, Freunde, schreibt ihr jetzt mal rein, wer ist momentan der Bessere? Lewandowski oder Haaland? Mich würde es mal interessieren, was sagst du? Also ich sag aktuell auf jeden Fall Lewandowski der bessere Stürmer, das safe. Aber Haaland hat vielleicht das Potenzial, irgendwann noch besser zu werden. Das ist so meine Meinung. Aber mal gucken. Was sagst du? Ich kann das so nur unterschreiben. Lasst auf jeden Fall jetzt einen fetten Daumen nach oben da, supportet uns und schreibt es mal rein, wer ist für euch momentan der Bessere. Und ja, so, dann starten wir rein mit der ersten Position. Wir machen das Ganze so, ich gehe jetzt rein mit 25.000 Mindest-Sofortkaufpreis, Tabak mit 15k und das Ganze switchen wir pro Position einfach immer um, damit es heute auch mal ein bisschen um was geht. Wir wollen heute was Fettes abstoßen. Ja, hoffentlich auf deiner Seite, gell, Kollege. Aha. You ready? I'm ready, man. 3, 2, 1, go. Erste Position. Oh, du könntest mir einen absolut geilen Link geben, Bro. Übrigens, mir ist mir aufgefallen, ich bin auf der Rechtsverteidigerposition, hab nach Linksverteidiger gesucht. Der kommt natürlich dann links hin. Bitte Bescheid. Okay, alles klar, kein Problem. Pass auf, ich nehme bei dir die 4, weil die steht für den Lifestyle, man. Let's go, Bro. Du hast mir einen sehr, sehr, sehr nice Link gegeben. Die gab's sogar 3-mal. Okay, dann gehst du mit der 10. 10, ey. Der ist real nice. Der hat jetzt mit Leverkusen... Ich sag nichts. Wendell. Ja, vielleicht. So, wir haben beide die Spieler gepackt, reingetan. Und ich muss sagen, die Chemie sieht gut aus. Dann gehen wir weiter zur nächsten Position. Okay. Spezialität. Welche machst du jetzt? Willst du es mir verraten? Machst du auch Spezial, oder was? Ja, ja, die ganze Zeit Spezial. Normal. Kannst du jetzt machen, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast. Okay, ich mach auch Spezial. Okay. Alles klar, bei mir ist jetzt der zentrale Mittelfeldspieler drin. 3, 2, 1, go. Ach du Scheiße. Hey, doch da, nein. Ey, es gibt eine Seite, die ist geil. Und eine Seite, die ist absolut Schrott. Hey. Nimm bitte die richtige. Also bei mir ist es so, dass ich habe halt 8-mal den gleichen Spieler. Aber gut, ich nehme die zweite Seite von dir. Und dann nehme ich die Nummer 10. Oh, nice. Ja. Was ist los? Oh yeah, okay, dann nimmst du die 2. Okay. Das war einer hab der wenigen. Getroffen? Nee, du hast einen getroffen, der nicht quasi 8-mal am Start ist. Aber es ist. Oha. Ja, ich sollte Roulette spielen. Okay, dann geht's weiter. Okay, Spieler sind drin. Ich würde sagen, wir gehen auf die nächste Position. Let's go. Ich mache jetzt wieder 25k, du 15k? Ja, genau. Okay. Ich mach 15. Es wird eine offensive Position, Tobacco. I'm also offensive position now. Ich bin ready. Okay. 3, 2, 1, go. Come on. Oh ja. Yo. Bro, du kannst wieder einfach einen grünen Link geben. Du kannst es aber auch richtig teuer. Also richtig, richtig teuer machen. Ich will dir auf keinen Fall einen grünen Link geben. Du kannst mir übrigens auch einen guten Link geben. Aber ich nehme bei dir meine Lieblingsnummer, das ist die 7. Weil ich hatte früher im Verein immer die 7-Kabine. Du hast mir den beschissensten von allen gegeben. So einen richtigen Anti, Alter, der kann gar nichts. Du hättest mir Coutinho und Sancho geben können. Aber Bro, bitte gib mir nicht auch die gleiche Nummer, weil das wäre nicht so geil. Dann nimm die 6. Okay, schade. Ich hab gehofft, du bist schon. Aber ich bin drin in deinem Kopf. Ladies and Gentlemen, let's go! Wir machen die nächste Position. Spezialität, ich gehe mit dem Torwart. Oh man, ich gehe mit dem Rechtsverteidiger. Ich bin gespannt. Ich bin soweit. 15k? Ja. Ich habe 25k eingestellt. Go! Okidoki, ich habe gesucht und
Die Auswahl ist. Die ist gut. Die ist echt gut. Ist gut? Bei dir? Okay, dann gehen wir mit der 10. Digga, du hättest mir. Das ist gut, hätte, was du. Hätte, oh, Fahrradkette. Warte mal. Okay. Bro, gib mir einfach nur den richtigen. Gib mir einfach. Es gibt nur einen richtigen. Und der ist hier gerade. Kann ich zählen? Viermal dabei. Dann, ich gebe dir die 8. Die 8, die lacht nicht. Nein. Die lacht nicht? Achso, gut. Nee, ich hätte den Manuel Neuer haben können, den 90er, oh. Und den habe ich ja in Rot. Der wäre nice gewesen. Was ich hätte so haben können: Optimus Prime Zambrotta oder Prime Icon Carlos. Das ist wirklich geistig unterwegs. Aber ich habe am Ende auch was Gutes bekommen. Let's go. Okay, Teams stehen soweit. 3 Positionen fehlen noch. Ich gehe jetzt mit dieser Position. Okay, 3, 2, 1, go. Gib mir einen der Link. Komm schon. Ach, bisschen Schwarzschimati. Oh mein Gott. Ich sag die Spieler mal so. Sind zu krank. Deine ist gut, oder was? Ehrlich? Ja. Bro, jetzt mal ehrlich, gell? Hand aufs Herz. Du kannst mir. Warte mal. Du kannst mir 2 Spieler geben, die vom Tempo her gut genug sind. Die anderen sind katastrophal und das ist die Innenverteidigung. Okay. Dann gehe ich mit der 1. Oh Mann, Alter. Du nimmst einfach den Schlimmsten. Bro, ich nehme bei dir auch die 1, weil das ist auch ein Schlechter. Okay, das ist, sag ich mal, Preis-Leistung bin ich da sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Weil du hättest es auch auf 500.000 machen können für eine Außenverteidigerposition. Der wäre auch interessant gewesen, aber okay, Freunde, Chemie sieht gut aus. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Team. Einmal McKennie und einmal Kenny, der andere, ihr wisst Bescheid. Dann fehlen jetzt noch 2 Positionen. Ich würde sagen, du bist jetzt bei 25, ne? Ja, ich bin 25.000. Okay. Und bei mir ist jetzt der Torwart dran. Was ist bei dir dran? ZIV. Ich bin so. Alles klar. Boah, ich wünsche 50 Tempo, Bruder. Ehrlich, 50 Tempo. Go! Oh mein Gott. Also einer würde halt nice linken, aber die Karte wird hier, wie ich gerade sehe, ein bisschen price gefixt. Bei mir ist es so, du kannst einen treffen, 2 Jackpot, weil der wäre von der Nation super, der Rest, ja, nicht so geil. Okay, dann geh du mal mit der 9. Okay, ich habe einen Ehrenmann, weiß ich nicht wen, aber wir gehen bei dir mit der Nummer 3. Nein, du kriegst Speed. Ain't nobody fucking with Muckley. Was? Hast du was Schlechtes bekommen, oder? Scheiße. Ja, aber immerhin habe ich einen Link bekommen. Das heißt, mein Keeper ist auf Fullcam. So, Freunde, die letzte Position steht an. Ich würde sagen, wir gehen rein. 3, 2, 1 und go. Alter, bitte. Das ist so wichtig, Position. Das wäre schon unnormal, wenn du mir den geben würdest, okay. Ne? Stefan, ich bitte dich, Digga. Hau jetzt bitte eine gute Zahl raus. Bitte. Okay, dann gebe ich dir die 10. Warte mal, das ist gar nicht schlecht. Gut, dann nehmen wir bei dir die 5. Alter, jalla. Ah, okay. Ich hab einen Link. Okay, dann lass mal uns ein Foto schicken und dann. Also, was für ein Foto willst du von mir? Ja, am besten eins, wo man ein bisschen mehr freizügig was sieht und so. Alles klar. Oh, was hast du denn für einen Sturm? Was? Ist schlecht, oder? Oder? Bro, Lukaku und Haaland, viel Spaß da mit diesen Fettsäcken da vorne drin. Wen hast du aber du gesagt, hast halt trotzdem nice Links, ne? Ja, aber du hast. Guck mal diesen Iren da vorne, Alter. Proper Whisky. Der ist richtig los, dein Ire da vorne. Ja. So, Freunde, meine Damen und Herren, wir haben gerade 8 Uhr. Gestern haben die Server nicht funktioniert. Ihr seht's, Motivation ist da. Oh, jetzt geht's richtig los hier. Hola, ¿qué tal? Oh, das Internet muss auch erstmal wach werden. Ist perfekt gewesen, dass wir eine Nacht noch Schlaf hatten. Alter, was geht denn bei Glick ab? Der ist ja unnormal schnell gewesen, hast du es gerade gesehen? Ferdinand, der geht rein! Jawohl, Junge, am Morgen will ich dich so sehen! Gestern hätte er dich. Jawohl, guck mal, Broke Burke, Alter, das ist irgend so eine MILF. Kennt ihr ja was? Muss eigentlich schicken, ne? Mario. Jetzt schickt der Lukaku. Wer ist denn das? Der Jordan. Gar nichts, ja? Ein Tor! Nein! Tor? Ja? Hä? Bro, du hast ihn ins eigene Tor gelegt. Ich hab geträumt, ich gewinne 3-0. Das wird sich jetzt bei halten. Absolut, ja, Lewandowski! Jawohl! Oh. Gott, Alter, der macht ja nicht mal was. Der steht einfach nur da. Nein. Ach du meine Güte. Haaland und Stefan. Das ist eine Love Story. Ja, geh! Lewandowski! Jawohl! Oh, wie macht der den denn rein? Alles klar. Schwolow, Junge, aber er hat ganz dicken Schwund hier gerade. Gib doch Fleischschuss.
Jawohl, oh oh. Ey, geh doch! Nein. Geh! Geh, jawohl, der ist durch! Lewandowski, der muss er machen! Lewandowski, eiskalt! Let's go! Oh Mann, wer ist Haaland? Stefan! And then it escalated quickly. Kriegt eure Server in den Griff, dass ich morgen spielen muss! Geil. So, Tabak, drei Stück das. Drei Stück. Okidoki, man. Der frühe Wurm hat den Vogel gefangen. Stefan, das tut mir so leid, Digga. Ach du Scheiße, Mann. Drei Picks. Du hast die 4-3-2-1, gell? Ich nehme Mr. Stefano. Ich nehme deinen rechten ZM, rechten Flügel und linken Stürmer. Bro, du triffst schon harte Sachen, ja. Du triffst einfach meinen McKennie, aber der war wirklich so scheiße. Von mir aus kann der gehen. Ich stoße ihn jetzt einfach ab. Genauso wie mein Gnabry, der kann auch gehen. Was hat den habe ich gemacht. Bro. Ja, ja. Beide, beide SBC-Karten von daher. Und den linken Stürmer hast du gesagt, ne? Ja. Ja, für den kriege ich noch 10k, was auch immer. Scheiß drauf, einfach alle weg. Leute, eins kann ich euch sagen. Der Morgen ist nicht meiner. Und der Morgen hätte niemals besser starten können als mit einer gesunden Dosis FIFA. Ich muss sagen, mir war es eine Ehre. Und Tabak, du kannst noch was erzählen, wenn du willst. Ja, nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so früh aufzustehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's dran, Tabak, und ciao.